Mich hier lang. Ab jetzt geht nämlich Eberhard vor mit Fallen entschärfen. Beziehungsweise Fallen suchen. Wäre auf eure Taten stolz. Und wir tasten uns ganz langsam vor. Ulcaster dürfte... Ja, ist nicht ganz so groß. Trotzdem aufpassen, vorsichtig sein. Okay, da ist schon mal wieder eine neue Abzweigung. Die gucken wir uns später an. Was wollt ihr? So, hier ist alles frei von Fallen. Also können wir die Truppe mal nachziehen. Nichts leichter als das. Raum Was hier? Wollt ihr? Denn ich verschwinde jetzt. Hier sind auch keine Fallen, wie mir scheint. Hier liegen nur ein Haufen Tote. Ach, und hier sind wir jetzt hier. In dem Gang angekommen. Okay. Ja? Das heißt, wir können... Ja? Hier lang. Die wollen da lang schicken und die Gruppe da nachziehen. Mich kümmert's nicht. Hier lang. Und uns dann hier weiter umgucken. Okay. Hier könnte man meinen, hier wäre ein Gang, aber hier ist keiner. Also doch, hier ist einer zu sehen, ganz leichtes Kitzelchen, aber gut. Der ist wohl von woanders aus zu erreichen. Ich hab genug davon. Wow. Ein Ockerschleim. Ja? Oder Ockergallert genannt. Der meint immer, ihn bespucken zu müssen. Diese Gruppe ist außerordentlich vielversprechend. Oh, noch mehr Schleim. Man kann es ja mal versuchen. Das ist jetzt, glaube ich, ein Grünschleim, oder was ist das? Ja, ein Grünschleim. Was? Meine Klinge wird euch zurechtstutzen. Naja, dieses Zeug entsteht halt dort, wo viel Müll rumliegt. Das ist auch toll, deswegen sucht das gerne mal Kanalisation heim. Oh. Ja? Was hat mich da jetzt getroffen? Verlangsamung. Gut. Das ist nicht so schön. Euer Leben liegt in meiner Hand. Ich bin ganz gut. Das müssten wir allerdings bannen können. Was wollt ihr? Nein, können wir nicht bannen. Würde. Wir finden hier jedoch einen Schienenpanzer, einen Trank der Spiegelaugen. Naja gut, den hätten wir früher irgendwann mal gebrauchen können, als wir bei den Basilisken waren. Aber hey, wir werden wahrscheinlich noch auf Basilisken treffen. Was bist du? Fluch der Hässlichkeit. Nee, den legen wir gleich mal ab. Der tut, glaube ich, Charisma senken. Beinahe unter meiner Würde. Nee, sowas brauchen wir definitiv nicht. Okay, das hier war also Sackgasse. Nehme ich mal an. Weil hier können wir nirgends weiter. Und hier können wir, glaube ich, auch nirgends weiter. Ich gucke zur Sicherheit nochmal. Nicht, dass wir nochmal hier hinten herlaufen müssen. Aber nee, sieht nicht danach aus. Also geht Imuel wieder mit Fallen schärfen zurück, Fallen suchen nach da. Ja. Wir folgen ihr auf. Nichts leichter als das. Langsamen Schritten. Ich bin so langsam. Arme Talisa. Ja, ich habe genug davon. Das sieht fast ein bisschen aus, als ob sie so eine Art Roboter wäre, der etwas eingerostet ist. Was wollt ihr? Beinahe unter meiner Würde.
So, hier sieht alles fallfrei aus. Oh. Hier liegt jemand, der hat Goldmünzen, einen Trank der Schöpferkraft. Bist du auch wirklich ein Trank? Steigert die Intelligenz des Anwenders und ist kein trüber Trank. Okay. Das ist schon mal gut für dich. Und dieser Dolch wird wahrscheinlich ein plus 1 Dolch sein. Ja, 100 Goldmünzen. So. Was gut. Du bist ja ein komischer Kopf. Ich hab genug davon. Oh, ein Vampirhund. Nein, ein Schreckenswolf. Zwei Schreckenswölfe. Ja, angreifen. Sind immerhin über 20 Erfahrungspunkte pro Stück. Was wollt ihr? Und ein Level Up jetzt schon? Oh, die Ockergalats, die haben ja garantiert gute Erfahrungspunkte gegeben. Hä? Schauen wir mal kurz. Grünschleim 2000. Wenn ich könnte, würde ich sie stopfen. Also jetzt gucken wir mal. 84? Ne, 84 bleibt. ETW von 17 bleibt auch. Ja, das ist schade, aber sei es drum. Wir hätten noch einen Platz für leichte Wunden heilen erstmal. Was? Beinahe unter meiner Würde. Ja, die ersten Erfahrungsstufen werden jetzt wahrscheinlich ein bisschen träge, da wird nicht viel passieren. Ich hoffe ja, dass sich unser ETW irgendwann mal doch steigert. Was wollt ihr? Hier lang! So, Imoin geht weiter vor. Wenn wir Glück haben, bekämpfen wir nochmal solche Grünschleime. Du bist ein Trank der Stärke. Der ist leider nichts mehr wert. Bei alle, die genug Stärke haben. Und Khalid hat ja Hügelriesen und Steinriesentränke. So, genau, hier wäre der Abzweigung. Und ich höre dort ja auf jeden Fall Spinnen. Ja, denn ich verschwinde jetzt. Und sehe auch hier schon die Spinnen leben. Wow. Eine große Spinne. Keine Riesenspinne, eine große Spinne. Was wollt ihr? Für die Gefallenen! Gut. Mich kommt hier lang. Okay, ich glaube, da versuchst du es mal mit in den Schatten verstecken. Dich da mal reinzuwagen. So, ballerst eine an und rennst wieder raus. Hoffentlich folgen dir jetzt auch alle. Was? Gut. Du bist ja ein komischer Kauz. So, die Neuen machen ein bisschen Platz. Ja. Aber scheinbar sind die nicht alle ja, gefolgt. Gut. Deswegen laufen wir jetzt einfach mal rein. Sind immerhin auch 270 Erfahrungspunkte pro Spinne. Also fast 50 Erfahrungspunkte für uns. Ja. Was wollt ihr? Gut. Haben wir schon mal 150 Erfahrungspunkte für bis zum nächsten Level gemacht. Und zwei weitere Heiltränke. Was wollt ihr? Ich hab genug davon. Dieser Gang hier ist gemein zu finden. Da denkt man sich, hä, wo muss man jetzt lang? Weil so gesehen ist hier alles abgeschlossen, nur eben dieser Gang hier nicht. So, die Spinnen haben hier nichts aufbewahrt. Was? Gut, kommen wir wieder raus hier. Ich hab genug davon. Und wieder Schreckenswölfe. Wow. Schnelle Schreckenswölfe.
wollt ihr? Gut. Genau. Was? Beinahe unter meiner Würde. Na, rein sprechen ins Volk. Ich bin verwirrt. Bei der Sache. Ja? Beinahe unter meiner Würde. Ich hab genug davon. Talisa, du solltest dann nicht lang gehen. Wir wissen nicht, wo da noch Fallen sind. Wobei, hier scheint die Luft rein zu sein. Was wollt ihr? Beinahe unter meiner Würde. Hier lang! Deswegen gehen wir hier mal weiter. Viel haben wir ja nicht mehr. Was? Ich von nichts weiter als das. Nee, ich glaube nur noch hier unten einmal entlang und dann war es das auch schon. Ja? Hier lang! Wieder Schreckenswölfe. Ja. Wow. Für die Gerechtigkeit. Komm, ruhig hier. Dies ist mein Waldspiel. Mich kümmert's nicht. Ich hab genug davon. So, dann locken wir doch den anderen an. Der ist da. Genau. Ihr habt wie befohlen. Na, Dünner hier macht sich aber weiter aus dem Staub. So. Wow, das sind sogar die guten Schreckenswölfe, die einen Haufen Erfahrung geben. Du bist, ich hab genug davon. Yay. So, ist hier oben noch was? Nein. Können wir jetzt hier unten weitergehen? Was? Ja? Können die restliche Gruppe nachholen? Hier lang. Schade, ist kein Grünschleim mehr hier unterwegs. Hä? Okay, hier ist es noch mal ein bisschen verwinkelter. Was wollt ihr? Nichts leichter als das. Ja? Hier lang. Hier scheint nichts drin zu sein. Nein. Und hier oben? Auch nicht. Gehen wir mal kurz hier rum. Hier ist auch leer. Okay. In den Räumen ist nichts. Und nur oben rum. Ich glaube, ich versuche erstmal oben rum. Was? Gut. Dann kann sich nämlich die Gruppe mal hier sammeln. Ich habe genug davon. Hier liegt auf jeden Fall wieder ein Toter. Und hier ist eine Falle. Okay. Gorion wäre auf eure Taten stolz. Da es dann hier noch weiter geht, gucke ich erstmal unten lang. Ja? Nichts leichter als das. Bevor wir dann die Leiche dort drüben noch plündern. Ah, hier. Was wollt ihr? Aber hier ist nichts. Okay. Was wollt ihr? Beinahe unter meiner Würde. Das war dann einfach nur eine Sackgasse. Und bei der Skill 2 wären das schöne Erfahrungspunkte jetzt gewesen. Weil wie gesagt, Pfeile schärfen gibt Erfahrung. Ja? Ich hab genug davon. So, immerhin, guckt ihr mal. Oh, hübsche Pfeile. Etwas Schmuck. So, kannst du die mittlerweile so identifizieren? Nein und nein. Schade. Dann bleiben die jetzt erstmal bei Imoen. Das eine sind, glaube ich, Verletzungspfeile, die, wie wir sie da oben haben. Und das andere... Ja, solche... Ich hab genug da. Ich glaube, entweder Magieunterbrechungspfeile. Wow. Nochmal zwei Schreckenswölfe. Für die Gerechtigkeit. Was? Dies ist Mordina so gut wie erledigt. Du zieh dich weiter zurück.
Und lass die Nahkämpfer den Nahkampf machen. Ja, sehr schön, dass das die guten Schreckenswölfe sind.